Hallihallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder zuschaut hier beim heutigen Video of the Day von der 30-Tages-Challenge. Es ist ja jetzt schon, ich glaube, Tag 22 heute, wenn ich mich nicht irre. Also sprich, wir sind jetzt schon ganz rasant auf dem Ende, auf dem letzten Stück. Sind jetzt noch, ich glaube, achtmal dann. Und dann ist auf jeden Fall die Challenge rum. Zumindest erstmal. Und ja, wie ich ja euch schon erzählt habe, ich bin gerade bei einer Freundin zu Besuch und deswegen mache ich das so, dass ich das Video vorab aufnehme und es dann direkt bei YouTube hochlade, weil ich eben nicht weiß, ob das mit der Facebook-Live-Geschichte klappen würde. Zum einen vom Internet und zum anderen aber auch mit dem Runterladen und bei YouTube hochladen und so weiter. Also nur falls ihr euch wundert, warum das jetzt im Moment gerade so ist. Ja, genau. Worum soll es heute gehen? Ich habe mir gedacht, heute will ich mal ein bisschen was zum Thema Selbstständigkeit und Zukunftsängste sagen. Denn es ist irgendwie ganz oft so, ich habe es ja glaube ich auch ganz am Anfang schon mal in einem Video gesagt, man kriegt irgendwie ganz oft von Leuten nur online die guten Sachen mit. Und es ist witzigerweise so, wenn man selbstständig ist, dann hat man auch ganz, ganz viele andere Leute im Umfeld, die auch selbstständig sind. Und so wirklich normale Angestellte hat man irgendwie gar nicht so viele um sich rum. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Das ist auf jeden Fall auch gar keine Absicht. Aber irgendwie sind, wobei, wenn ich jetzt überlege, ich habe doch viele Angestellte noch im Freundeskreis. Aber irgendwie gefühlt eben auch ganz, ganz viele, die selbstständig sind. Und irgendwie kriegt man eben online von anderen Selbstständigen oft nur mit, es ist alles super. Und man hat irgendwie das Gefühl, ey, bei denen läuft immer alles total gut. Und wenn die irgendwas, einen Termin ausschreiben, dann ruckzuck sind die Plätze belegt und alles mega toll und easy peasy. Aber was man ganz oft nicht sieht, ist, dass da eben auch ganz, ganz viel Arbeit hinten dran steckt. Zum einen, dass es nachher auch alles so läuft. Also ich bin jetzt schon seit, ich glaube, 5 Jahren ungefähr selbstständig, wobei ich ja auch zwischendrin dann das eine Jahr mehr oder weniger Pause hatte mit dem ganzen Krankheitsgedöns und man das eigentlich nicht so reinrechnen kann. Und es heißt eigentlich immer so, es dauert locker 3 Jahre, bis man bei der Selbstständigkeit überhaupt gucken kann, ob es klappt oder nicht. Und ich war dann ja schon ziemlich froh, dass es auch relativ früh überhaupt so war, dass es ging. Allerdings ist es bei mir auch so, dass ich ja ursprünglich Erzieherin gelernt habe und da jetzt auch nicht mega viel Geld verdient habe damals. Und ich immer gesagt habe, ich muss halt so viel verdienen, wie ich als Erzieherin auch hätte. Also ich müsste dann netto so viel übrig haben, wie ich auch als Erzieherin netto übrig gehabt hätte, damit es für mich gut ist. Was natürlich jetzt in dem Fall der Vorteil war, dass es jetzt vielleicht nicht so viel war, wie wenn du ein, keine Ahnung, Industriekaufmann oder Banker oder so irgendwas bist. Also von daher waren natürlich meine Vergleichswerte niedriger. Und im Laufe der Zeit werden die aber ja höher, beziehungsweise je mehr man sich mit beschäftigt, mit dem ganzen Selbstständig-Dasein, umso mehr kriegt man auch das Gefühl, dass man eigentlich mehr Geld verdienen müsste. Und das ist, finde ich, so ein ganz großer Punkt im Selbstständig-Dasein. Und ja, was auch irgendwie viel wirklich so mit diesen Zukunftsängsten dann zu tun hat. Also mir geht es zum Beispiel auch ganz oft so, dass ich gefühlt überlege ich jeden Tag, wie kann ich Geld verdienen, wo kann ich Geld verdienen, wie kann ich noch mehr Geld verdienen und reicht mir das Geld? Und ich habe euch ja gestern schon erzählt, dass wir im Grunde den Plan haben, schon seit auch jetzt 3 Jahren, glaube ich, dass wir ein Haus kaufen oder bauen wollen. Und da überlegt man natürlich auch, ja Gott, wenn ich jetzt das mache, dann habe ich ja den Kredit und dann muss ich eben so und so viel auch verdienen und so weiter. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Ich weiß nicht, wie es anderen Selbstständigen geht, aber bei mir ist es echt ein Punkt, wo ich sagen muss, das ist doch relativ präsent, so gefühlt jeden Tag ein bisschen. Und ich ärgere mich dann irgendwie ganz oft über mich selber und ich versuche echt ganz gezielt mich auch zu konzentrieren und so den Fokus, wie wir es ja gestern auch mit dem Ziel hatten, den Fokus wirklich so auf dieses, ja, auf das, was schon da ist, zu legen. Und im Grunde müsste ich mir eigentlich keine Sorgen machen. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie monatlich auf meinen Kontostand gucke und denke, oh shit, ich habe jetzt irgendwie, bin im Minus und muss Geld bezahlen und hab's nicht. Sondern es ist im Grunde immer okay, so wie es ist. Es könnte klar immer mehr sein, aber es ist jetzt auch trotzdem so, dass meine ganzen Sachen einfach sich davon zahlen können. Und dass ich jetzt zum Beispiel mir keine Gedanken drüber mache, ob ich irgendwie jetzt, keine Ahnung, morgen essen gehen wollen würde oder nicht. Ich könnte es im Grunde mir einfach leisten und das ist schon super. Das ist schon ein mega Privileg eigentlich, was wir hier haben. Und ja, trotzdem ist es irgendwie immer so diese kleine Stimme im Kopf, die dann doch immer wieder klopft und sagt, es müsste eigentlich mehr sein, es müsste irgendwie besser werden, es müsste mehr laufen und keine Ahnung. Ja, und das finde ich irgendwie ganz schwierig, sich da so von frei zu machen. Und ich glaube, das hat man als Selbstständiger vielleicht mehr oder anders wie im Angestelltenverhältnis, weil man als Angestellter eben regelmäßig sein Geld kriegen würde.
Und ich habe auch immer mal zwischendrin schon die Überlegung gehabt, mich einfach wieder anstellen zu lassen als Erzieherin, zumindest in Teilzeit, damit einfach meine ganzen Sozialversicherungsbeträge gezahlt sind. Denn das ist schon ein großer Batzen. Also als Selbstständiger muss man ja sich komplett selbst auch versichern, Krankenversicherung und Rentenversicherung und eben zum Beispiel auch Haftpflicht und so weiter. Und da kommt ruckzuck viel Geld zusammen. Also für alle, die jetzt da keine Ahnung haben, also so Krankenversicherungen gehen meistens so bei ungefähr 400 Euro los. Und wird dann aber, glaube ich, nach dem Gehalt auch berechnet. Also sprich, kann auch locker mehr sein. Und Rentenversicherungen sind es auch meistens so, naja, ich sag mal so, mindestens um die 200 Euro im Monat. Also von daher ist es einfach schon mal eine Summe, die man monatlich ja einfach erstmal haben muss und die einfach erstmal weg ist, ne? Ohne dass da großartig was dafür passiert ist. Aber dann geht mir es halt immer wieder so, dass ich meine, ja, so diese Freiheit, zumindest die gefühlte Freiheit durch die Selbstständigkeit, nicht aufgeben wollen würde. Also ich würde nicht wieder ins Angestelltenverhältnis gehen wollen, weil mich das einfach nerven würde, dann wieder das alles so extrem geregelt zu haben, dass ich meinen Urlaub immer mit allen absprechen müsste und dann vielleicht nicht so machen könnte, wie ich es haben wollen würde. Dann weiß ich auch, im Erzieherberuf ist es so, dass auch wenn man jetzt zum Beispiel für 20 Stunden angestellt ist, es ist eben ganz oft so, dass Erziehermangel ist und dass natürlich das dann auch ein Stück weit erwartet wird, dass man vielleicht auch ein paar Stunden mehr arbeitet, die natürlich klar Überstunden dann sind und so weiter, aber in erster Linie ist man eben nicht so frei und kann eben nicht einfach sagen, ja, nö, ich mache das aus Prinzip nicht, oder man hat eben Elternabende und Sommerfeste und im Grunde ist es auch ein sehr idealistischer Beruf, wo man auch oft zu Hause noch viel Zeit investiert, die einem ja überhaupt keiner bezahlt. Und all diese Sachen führen dann dazu, dass ich auf jeden Fall nicht mehr mich ganz normal in dem Beruf anstellen lassen wollen würde und im Grunde wirklich glücklich bin oder mich auch, ja, einfach für mich dankbar bin, dass ich im Grunde so gut leben kann, auch mit meiner Selbstständigkeit, dass es alles so funktioniert, denn es ist eben nicht selbstverständlich. Es gibt ganz viele, die irgendwie versuchen, selbstständig zu sein und wo es dann einfach nicht klappt, aus welchem Grund auch immer. Und was wirklich auch ein großes Thema ist, sind ja einfach immer die Preiskalkulationen. Ja, also jeder, der von euch selbstständig ist, der weiß, man muss einfach Summe X nehmen, um irgendwie seine ganzen Sachen bezahlen zu können. Andererseits weiß ich es ja auch aus Konsumentensicht. Also wenn ich irgendwas kaufe, dann möchte ich das ja auch möglichst günstig kaufen. Und es ist eben immer so diese, man muss immer abwägen, wie viel bin ich bereit zu investieren für gute Qualität, aber kriege ich dann auch genug Kunden, die bereit sind, das zu zahlen und so weiter. Also man muss da wirklich für sich, glaube ich, auch ganz schön das ganze Marketing-Blabla, also Zielgruppe definieren und so weiter und so weiter. Da will ich euch auch jetzt gar nicht langweilen mit. Ja, auf jeden Fall habe ich einfach nur gedacht, ich erzähle euch das heute mal so, ja, dass es irgendwie doch immer wieder ein großes Thema ist. Und mich würde es wirklich mal auch interessieren, wie das bei anderen Selbstständigen so ist, ob die das dann auch kennen, ob die auch dann irgendwie so diese Zukunfts Ängste in Anführungsstrichen für sich haben, wie die damit umgehen. Und ja, also würde mich wirklich mal interessieren, weil es ist doch viel auch immer ein Thema. Ich versuche mich da nicht so reinfallen zu lassen in dieses, oh Gott, wie schlimm, sondern ich versuche mich wirklich auch so auf die Fülle zu konzentrieren, die auch schon da ist und die ja in meinem Leben im Endeffekt auch ist. Und weiß auch eigentlich kopfmäßig, dass das Quatsch ist, sich da so diese Ängste zu machen. Aber wie gesagt, irgendwie hat man trotzdem manchmal so dieses kleine Stimmchen im Kopf, was dann meint, dir Blödsinn erzählen zu müssen und wo du dann denkst, Scheiße, wie mache ich das jetzt alles, ne? Ja, so ist es auf jeden Fall. Genau. Gut, mehr wollte ich gar nicht dazu erzählen. Aber falls, genau, was ich mal gemacht hatte, ich hatte vor längerer Zeit schon mal ein extra Newsletter für angehende oder schon da seiende Make-up-Artists ins Leben gerufen, bei mir auf meiner Webseite unter christineraab.de/puderluder könnt ihr euch eintragen und da schicke ich auch regelmäßig Infos raus zum Thema Selbstständigkeit. Also wie mache ich das alles rechtlich, was muss ich beachten mit der Anmeldung, mit dem Konto, mit der Steuer und so weiter. Also im Grunde alles, was ich jetzt für mich schon so gelernt habe, gebe ich da alles weiter, weil ich halt eben das gut finde, wenn man sich so gegenseitig unterstützt. Und weil mir es auch einfach so geht, dass ich mega froh gewesen wäre, wenn mir damals zu Beginn einer das alles so im Detail auch gesagt hätte und wirklich so diese ganzen organisatorischen Sachen mir gesagt hätte. Und ja, also vielleicht ist das ja auf jeden Fall schon mal ganz interessant für die, die da auch drüber nachdenken, das irgendwie zu machen, da schon mal zu lesen, was es alles gibt, auf was man vielleicht achten sollte. Und ansonsten,
muss ich leider aus meiner Sicht sagen, dass es, glaube ich, nie so ganz weggehen wird, dass man so immer ein bisschen diese, ja, einfach so diese Ängstlichkeiten vielleicht hat oder dass ich vielleicht einfach noch mehr üben muss, mich da auf die Fülle zu fokussieren und wirklich raus aus diesem Mangeldenken, wie es ja immer so schön heißt, und wirklich auf die Fülle einfach gehen. Aber ja, ich glaube, ein Stück weit ist es auch vielleicht einfach normal, dass man immer wieder mal sich so Gedanken macht. Und am Ende ist es ja vielleicht sogar so, dass es auch gar nicht so schlecht ist. Denn dann macht man sich ja auch immer wieder Gedanken, was man noch so machen könnte. Und in meinem Fall, wie ihr ja auch sicher schon wisst, habe ich ja auch so ganz viele verschiedene Interessensbereiche und würde mich auch selber als so eine Scanner-Persönlichkeit einsortieren. Und ja, jetzt habe ich natürlich angefangen, ganz am Anfang mit Wellnessmassagen eigentlich, und habe dann die Make-up-Artist-Ausbildung gemacht und habe es jetzt spezialisiert auf Naturkosmetik und mache jetzt gerade Yogalehrerausbildung. Also im Grunde, es ist ja trotzdem auch, es ist nie fest, so wie es ist. Es ist immer alles im Wandel, es verändert sich alles ständig. Und im Grunde weiß ich jetzt auch noch gar nicht, was ich in 5 Jahren mache. Also kann ich ja so genau auch immer gar nicht sagen. Deswegen ist die Zukunft natürlich auch immer so ein bisschen ungewiss vielleicht, ne? Und ein Traum wäre jetzt aktuell, aus der aktuellen Sicht wirklich, dass wir jetzt irgendwann mal einen Bauplatz finden, dass wir dann das Haus kaufen können, bauen können. Und dann würden wir da wirklich auch wieder Timos Fotostudio mit reinbauen und meinen Make-up-Bereich. Und ich würde liebend gerne wirklich meine Make-up-Coachings mehr geben zukünftig, weil es einfach wirklich was ist, was mir halt mega, mega Spaß macht, dass ich einfach Frauen zeigen kann, wie sie sich selbst schön schminken können, auch mit guten Produkten. Das macht einfach mega Spaß. Ich finde auch cool, mit Firmen zu arbeiten, und die Hochzeiten mag ich ja sowieso auch gerne, aber ich würde auch wirklich gerne dann so einen kleinen Yoga-Raum dabei haben und auch dann Yoga-Unterricht geben. Und ich würde auch wirklich sehr, sehr gerne meine Massagen wieder mehr anbieten, die Lomi-Lomi-Noi und die Klangschalenmassage. Also ja, und wenn ich jetzt irgendwie, wenn Geld überhaupt keine Rolle spielen würde, dann würde ich, glaube ich, auch noch eine Ayurveda-Beratungsausbildung machen und noch ganz viele andere Sachen. Also von daher, ja, schauen wir einfach mal, wo es alles noch so hinführt und wie es so weitergeht, und versuchen uns mal schön auf das zu konzentrieren, was schon ist, und dankbar zu sein für alles, was man hat und was man sich leisten kann, und sich daran zu erfreuen und weniger sich die Ängste zu machen, auch wenn man sich vielleicht nie ganz frei machen kann, und auch wenn es vielleicht auch dann so ist, dass das einen wieder antreibt, noch weiterzugehen oder mehr zu machen oder neue Ideen zu entwickeln. Gut, in diesem Sinne würde mich einfach interessieren, wie ihr das seht, ob ihr auch diese Gedanken habt, ob das euch auch so geht oder wie ihr das verhindert, und schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare oder meldet euch auch gerne per PN oder per E-Mail über christinerab.de. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.